Und willkommen zum neuen Part und zwar sogar zum letzten Thema von Xemnas aktuell auf meiner Liste. Oder halt von letzten. Und zwar Thema 9. Dein Lieblingsbösewicht in Animes. Und da muss ich jetzt mal bei überlegen, ich habe mir ein paar echt draufschreiben müssen. Damit ich mit echt mal hier auch ein paar aufzählen kann. Weil wenn ich das aus freiem Kopf machen müsste, das würde nicht funktionieren. Und zwar wären bei mir so, also das erste, was ich auf meiner Liste aufgeschrieben habe, ist Kid Buu. Kid Buu finde ich von Dragon Ball her sogar den besten Bösewichten. Ich meine, der hat einfach irgendwas. Kid Buu ist einfach, der hat einfach irgendwas. Keine so, ich mochte eigentlich Cell früher, oder halt die Cell Saga, aber irgendwie Kid Buu hat mir das so ein bisschen mehr angetan. Warum auch immer, ich weiß, ich kann es echt nicht beschreiben, wieso und weshalb und keine Ahnung was. Ich mochte ihn einfach. Ich mag ihn immer noch. Vielleicht ist auch der Grund, warum ich Obi auch mag. Ja, das könnte eigentlich ein Grund sein. Weil Obi zum Beispiel mag ich auch so als Charakter von Dragon Ball. Deswegen, ja, doch Kid Buu. Beim zweiten muss ich ein bisschen aber schon, weil es quasi ein Halb-Anime ist. Zum Sinne gesehen. Und zwar ist es Cinderfall von der Serie Ruby. Und Cinderfall hat den ersten drei Staffeln von Ruby. Ey, ich habe den Charakter geliebt als Bösewicht. Einfach wie sie agiert hat, einfach aus dem Hintergrund einfach alles zertrümmert. Die hat zwar halt keinen Geschmack gehabt, aber die hat einfach aus dem Hintergrund einfach alles zertrümmert. Die hat alles gemacht, was selbst die Schlauchenköpfe sich nicht beschreiben. Sich nicht mal die Schlauchenköpfe oder die Schlauesten, sag ich mal, sich ausmalen konnten, was passiert ist. Sie hat selbst das Militär verarscht, kann ich mal meinen. Die hat sogar alle verarscht. Keiner wusste nicht mal, dass sie mittendrin im Geschehen war. Also, die war wirklich mittendrin. Die hat sich mit dem Hauptgerät sogar angefreundet gehabt, teilweise. Und generell gesehen, das hat schon was. Das hat schon was, wenn ich ehrlich bin. Was? Ich hab verloren? Aber generell, das ist so echt so eine Sache, die ich echt geil fand, sag ich mal so. Und generell, ich mochte das Charakter sein von ihr. Die sahen ersten drei Staffeln noch richtig, richtig hot aus. Scheiße, mein Handy. Fuck. Ich meine, okay, ab der vierten Staffel bis zur aktuellsten hat sich ein bisschen verändert. Ein bisschen sehr gut gesagt. Extrem verändert, vom Aussehen auch. Deswegen fand ich es ein bisschen doof, dass wie sich ein bisschen verändert hat, aber kann man verstehen, wenn man die guckt halt. Wenn man die Serie wirklich schaut, da versteht man auch, warum sich so verändert hat. Aber naja, anderes Thema auch. Darüber will ich auch mal jetzt nicht hier im Stream noch reden, weil sonst schweife ich komplett vom Thema ab. Mein andere, noch ein Bild, was ich nicht aufgeschrieben habe, und zwar Pain aus Naruto. Also Naruto Shippuden, ja gesagt. Ich fand Pain immer cool. Besonders, dass er einfach verschiedene. Wie heißt es jetzt? Verschiedene Körper hatte? Das fand ich mir auch manchmal cool, dass er einfach so verschiedene Körper hatte und so ein Scheiß. Hatte auch was gehabt, wenn ich ehrlich bin. Generell, ich mochte sein komplettes Aussehen. Ich weiß noch früher, wo ich mit Naruto noch weniger Mut hatte, dachte ich, Pain wäre Narutos Bruder gewesen. Weil der Standard, also der Pain, glaube ich, den jetzt vom Aussehen wirklich alles kennen. Halt, wie soll ich das sagen? Halt dieselbe Frisur hatten teilweise. Also auch so Zackenfrise halt. Auch Zackenfrisur halt, würde ich mal sagen. Dann habe ich erstmal gedacht, die wären so verwandt halt gewesen, so wie Minato und Naruto, obwohl die ja auch gehen. Die sind ja verwandt, einfach glaube ich nicht für Bullshit. Aber genau, ihr wisst ja, glaube ich, was ich meine. Lol, hat mich verarscht. Weil ich so gesagt, Pain war einfach cool. Ich fand Pain einfach nur vom Aussehen cool. Jetzt nicht von der Persönlichkeit oder so, wie er wirklich einmal agierte, sondern einfach nur von der Persönlichkeit her. Vom Aussehen her fand ich immer cool. So gebessert Orochimaru. Und der letzte Bösewicht, den ich mir jetzt so aufgeschrieben habe. Ich sag mal so, ich habe mir ein paar halt aufgeschrieben. Ich
gibt bestimmt noch welche, die ich immer noch, die ich noch cool finde. Oder irgendwas abfeiere, aber jetzt vom Namen her fällt mir keinen Land. Oder halt, die mir jetzt halt zum Beispiel jetzt nicht einfallen würden. Bestimmt. Aber ich habe noch Mjotismon aufgeschrieben. Von Digimon Adventure 1. Oder von Digimon Adventure 1 und 2 kann man mal, weil der ist ja in beiden Teilen ja mit von der Partie gewesen. Und ich muss sagen, Mjotismon, der ist einfach der beste Bösewicht gewesen. Scheiß auf die meiste Dunkelheit, die davor kam. Der war einfach der beste Bösewicht gewesen. Mjotismon hat einfach alles gerockt. Scheiß drauf, was die anderen getan haben. Mjotismon, Mjotismon ist einfach der King gewesen. Und mehr muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Wer dich selber überzeugen will, schaut Digimon Staffel 1 und Staffel 2. Das ist eine Staffel 1, weil Staffel 2 kommt erst recht spät. Dann, da braucht man gar nicht beachten, weil da ist er gefühlt nur Filler für mich. Aber nur so Staffel 1. Nur die erste Staffel, dann die könnt ihr euch anschauen. Ein bisschen von wo wir uns auftauchen, wo er halt abtritt. Und danach kam ja die meiste Dunkelheit. Aber nur mit Mjotismon. Ich glaube, Mjotismon ist einfach der geilste Bösewicht, den Digimon erschaffen hat. Meiner Meinung nach. Aber naja. Jeder hat sein eigenes andere Meinung. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsbösewichte in Animes sind. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.